Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Hier spricht Martin Theator aus Grünstadt. Guten Tag. Heute am 6. August feiern die orthodoxen, katholischen und anglikanischen Kirchen das Fest der Verklärung des Herrn. In den lutherischen Gemeinden findet dieses Fest am letzten Sonntag nach Epiphanias statt. Gemeinsam betrachten wir das biblische Zeugnis, wie es uns zahlreiche Künstler vor Augen stellen: Christus im Licht, zwischen Mose und Elia, davor Petrus, Jakobus und Johannes. Auf dem Weg zum Kreuz schauen die Jünger Jesus bereits in österlichem Licht. Für einen Augenblick weichen alles Dunkel, alle Schatten. Ein Augenblick klaren Lichtes, in welchem allein das Licht leuchtet, Gottes Herrlichkeit. Jesus steht nicht im Licht, er ist selber Licht. Er ist wie Sonnenlicht, das unsere Welt, das mein Leben flutet. Ein Licht, in welchem sich die Jünger frei, froh, geborgen fühlen, ohne Furcht und Angst. Und doch auch die kehren wieder, wenn neue Wolken aufziehen, wenn ich mich von diesem Licht abwende. Zur Verklärung des Herrn haben wir einen wahnsinnigen Gegenentwurf geschaffen. Am 6. August fiel die erste Atombombe auf Hiroshima. Ein Atomblitz, eine gigantische leuchtende Wolke, eine menschenverachtende Verstrahlung. Seitdem schwebt dieses Damoklesschwert über unserer Welt. Immer wieder diese Drohung gewissenloser Machthaber, uns alle zu vernichten, alles Licht auszulöschen. Gegen die Verstrahlung, gegen Tod und Finsternis schauen wir heute ins Licht, in ein Licht heller als alle Sonnen, in das Licht Jesu Christi. Lassen wir es leuchten in unseren Herzen. Schauen wir gläubig und hoffnungsfroh aus dem Dunkel dieser Zeit heraus in dieses Sein Licht, welches die ganze Schöpfung verklären will. Schauen wir gläubig und hoffnungsfroh aus dem Dunkel des eigenen Lebens heraus in dieses Licht, welches mich und dich, uns alle verklären will. Sein Licht, das uns immer wieder zu Herzen spricht: Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, mein geliebtes Kind. Wir beten: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte die dich kennen nicht und bringe sie zu deiner Herd, dass ihre Seel auch selig wird. Lass alle, die im Finstern gehen, die Sonne deiner Gnade sehen, und wer den Weg verloren hat, den suche du mit deiner Gnad. Es segne und flute euch das unvergängliche Licht des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.